Ey, das ist Griefing! Ich komme nicht mehr raus. Junge, hör mal, hallo! Digga, hör! Raketen. Ablenkung. Digga, ich hatte so viel Stuff dabei! Nein! Ich hab abgelenkt, der kann nicht! Du hast 16 Tode in Craft Attack. Digga, das ist mehr als ich. Du hast 16 Tode. Achso, ja. lieber bin ich in Minecraft lost als. Hallo? Der Golem guckt so nach draußen, ne? Ja, ich bin auch wieder draußen gleich. Bist Junge. Du da? Warte, warte, bevor du da bist, okay? Ach, oh, Digga, er guckt mich schon an. Ich bin hier im Pool über dem Ding, er guckt mich an. Digga, er wird mich umbringen, guck mal. Der ist richtig aggro, der Typ. Ich dachte, ich habe ihn verwirrt, ich habe meine Maske ausgezogen. Okay, pass auf, komm mit. Also zur Kiste kommst du, glaube ich, hin. Wenn Bro, ich stand gerade an der Kiste und er hat mir einen miesen Hit auf. Er hat mir so eine Klappe versuch gegeben. Versuch mal, wenn du dich ransneakst. Ja, du Loser? Nein! Spark! Was soll das? Lass das! Oh, ich kann nicht! Lass das! Ich habe keine. Ich hab kein Leben mehr! Hör auf! Lass das! Lass das! Mann! Ich hab mich nicht angefasst. Spark, das stimmt. Das Ding ist, Tobi, du hast jetzt offiziell Hausverbot hier im Club, ne? Tobi, er kommt! Er kommt! Tobi, er kommt! Ich kann ihn auf! Ich spüle ihn weg, ich spüle ihn weg! Alles gut, nimm alles aus der Kiste raus, Schwimm dahin, er kann nicht kommen, Nimm die Sachen aus der Kiste und raus aus dem Club! Die Kiste ist weg! Da hinten! Andere Seite! Du hast Hausverbot im Club jetzt, du kannst ja nicht mehr rein. Raus jetzt! Ich mach das Wasser weg. 3, 2, 1 und raus. Der kommt nicht hierher, oder? Warum machst du das? Ich bin hier bin ich sicher. Private Area. Hier bin ich sicher. Aber das Problem ist, hier komme ich jetzt nicht mehr raus. Doch, wenn du schnell machst, schaffst du es. Ein Hit kannst du einstecken. Ich habe einen Plan. Warte, kann ich meine Trap. Ach. Digga. Der verfolgt mich. Digga, ich komme hier. So, pass auf. Oh mein Gott! Alter, hat der mir eine Bombe gegeben, Junge! Digga, verstehst du nicht? Du hast Hausverbot in dem Laden. Raus jetzt! Ja, aber ich kann nicht raus, wenn der Türsteher mich umbringen will. Ich mach den kurz weg. Jetzt raus hier. Komm, raus. Schlägt der mich auf? Nee, guck mal, er ist safe. Er ist Ehrenmann. Kiste nehme ich mit. Ich brauche alles. Warum trinkt der nicht? Hallo? Hä, ist der unsterblich? Oh, hi. Hi. Revi! Alter, wenn du mich noch einmal so anschreist, Junge, hau ich dir in den F*** rein. Fabo, ich hab schon mitbekommen, was du gemacht hast, ne? Was hab ich denn gemacht? Ja, das Tor kaputt gemacht. Digga, ja, nein! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott, Fabo! Schnauze. Ich ruf Spark an. Ich ruf Spark an, es gibt sofort einen Bann. Ich werde dich bannen lassen. Wahrscheinlich, wenn ich wegen dem gebannt werde. Nein, ey, das ist Griefing. Ich wollte es aufmachen. Revi, dann musst du mich auch bannen. Ich habe auch den Schalter betätigt. Digga, wisst ihr wie... Oh mein Gott, Digga. Was habt ihr gemacht? Ich wollte Basti zeigen, wie das Tor funktioniert. Ja, Bro, what the f***? Du warst da 3 Wochen nicht mal hier. Pockwortsverbot, ab dafür. Hä, was willst du jetzt? Du hast alles kaputt gemacht, Fabo. Ganz ehrlich, das ist mutwillige Zerstörung. Jetzt kann Joecraft das aus... Man kann doch nicht Joecraft kann das jetzt nicht mal aus Gründen fixen. Ja, ich wollte halt das Tor aufmachen. Wahrscheinlich nee, du bist ein Griefer, bist du. Ich muss auch in Nether auswandern. Nein, du wirst nicht auswandern. Ich wollte heute die Church fertig bauen mit Felix. Ich wollte heute das Tor fertig machen, alles. Das können wir jetzt alles knicken. Alles kaputt. Du hast einfach das Stadttor aufgemacht. Zu Zeiten von Corona. Oh mein Gott, was ein Verbrechen. Du kannst nicht in Zeiten von Corona das Stadttor aufmachen. Bist du dumm? Das ganze Corona kommt rein. Fuck, jetzt erst recht, guck mal, wie viele Löcher da drin sind. Genauso, als würde ich in meine Wohnung gehen und, weiß ich nicht, die Tür aufmachen. Du und die wohnst Tür hier nicht. Auseinander. Du wohnst nebenan. Digga, was denn jetzt hier passiert? Du wirst noch sehen. Das war Evive. Hat der jetzt hier überall aus Gras in mein Haus gebaut? Ist der zurückgeblieben? Ist das seine Racheaktion? Ist das seine Rache dafür, dass er ein Haus komplett rosa gebaut? Hä? Wie schwach ist Evive denn? Wegbannen dafür, weil er so schlechter Spieler ist. Oh mein Gott. Hier, rosa Fußmatte, nehme ich hin. Hier wohnt Tobi. Bitte nicht abbauen. Erst fragen. Hä? Ich finde, dass es nicht so sein sollte. Was ist das denn? Hat der Idiot in meinem Haus ein Haus gebaut?
Och, Digga, Mann, Alter. Ja, Fabo, nee, ich denke mal, Joe kriegt das wieder hin, aber es ist jetzt echt schade. Ich glaube, das wird jetzt wirklich nervig, aber ist nicht schlimm. Ich glaube, ist auch nicht schlimm. Pilzmann, Pilzmann, Pilzmann. Achtung, mitkommen. 3, 2, 1 und wir fliegen hoch in die Luft. Hoch in die Luft, Pilzmann, 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 okay? Achtung, Pilzmann, bist du bereit? Hoch in die Luft, Pilzmann. Guck mal hier, siehst du, was das für ein Block hier ist, Pilzmann? Falsch. Das ist Ich hab mich verbaut, lass es. Dumm. Was ist das? Das ist der Pilzblock. Geil, oder? Ich baue Kirche mit Pilzblock, ey. Gefällt dir das? Du bist doch so einer. Sieht okay aus, ja, ist okay. Findest du nur Pilz? Okay? Pilzkirche? Revils-Hochzeit. Nein, nein, lass es. Ich baue gerade eine heilige Kirche. Wenn du mich jetzt so hier umbringst, ist das Gotteslästerung. Du wirst Das ist Obstlästerung, wenn dann. Weil du mich aus dem Fenster geschubst hast eben. Ich hab dich aus dem Fenster geschwommen. Sind in der Kirche nicht normal Kerne? Keine Robbe? Digga, halt deine Farbe. Eine Kirche hat erstmal einen Stein und keinen Kern. Und zweitens macht das Tor wieder kaputt. Ach, ganz. By the way, an der Stelle hier mal Big Pack Jump an Pockquarz, Alter, von Kroko. Der hat sogar so einen kleinen Wagen hier gebaut. So einen geilen Wagen hat er hier so hingestellt. So nice einfach von ihm. Klimm. Zwei Sachen. Erstmal, Fabo hat eben das Tor kaputt gemacht, indem er den Hebel ganz viel gezogen hat. Ich hab's auf Aufnahme. Kannst du morgen mal im Video sehen. Das habe ich ja noch nie gehört. Also stand ich auch nicht schon 20 Mal in meinem Chat. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Dann wissen wir schon mal, wer es war, dass ich es nicht war, weil Fabo versucht, die ganze Zeit auf mich zu wälzen. Mega peinlich. Hallo, wer ist da? Hallo? Wer ist denn da? Na? Ich erkenne die Stimme jetzt nicht. Hallo, wer ist da? Ich erkenne die Stimme auch nicht. Ach, Evive, was Junge, geht? Wie kommt man auf die Idee, aus meinem Haus einen Stripclub zu machen? Warum? Ey, mega geil geworden, oder? Sei mal ganz ehrlich. Ich hab mit allem gerechnet, dass du irgendwas wegbombst, aber er macht einen Stripclub. Ey, soll ich dich kurz rumführen? Warte, ich führe dich kurz rum. Als ich hier gestern hingekommen bin, ich hab mit allem gerechnet, aber nicht komm hier her. Mit dich. Okay, wenn du Eier hast, komm her. Wenn du Eier hast, komm her. Komm her, hier hin. Siehst du diesen Villager, der schläft? Schlag ihn einmal, wenn du Eier hast. Traust dich nicht, oder? Traust dich nicht. Ey, warum? Ist mir doch egal. Du musst ihn schon wecken. Du musst rechtlich aufs Bett machen, damit er aufsteht. Jetzt schlag ihn. Na und? Ah! Was denn? Ey, der Golem. Nein, Bro, der Golem. Weißt du, was lustig ist? Du kannst jetzt nie wieder dein eigenes Haus betreten, bis der Golem tot ist. Und ich werde dir dabei nicht helfen, weil der merkt sich das nämlich. Jetzt. Ja, versuch's. Viel Spaß. Let's go. Ready, set, fight. Hä? Ich kann... Boah, tschüss. Gib mal bitte irgendwas, ein Schwert oder so. Irgendwas nein. Gutes. Nein. Ja, wie nein? Kann ich nicht. Dann gehe ich jetzt wieder. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Da kannst du mir auch keine Rundführung geben. Ey, der Golem kommt, bau die Wand wieder zu. Revi. Ah! Du hast einfach das Wasser abgebaut. Der hasst dich, ne? Der hasst dich, Alter. Komm, mach wieder Wasser hoch. Du traust dich nicht mehr hier rein. Du hast Hausverbot in deinem eigenen Haus. Komm. Mach ins Wasser hoch. Komm. Ja, nicht dahin. Wow, da komme ich hoch und der klatscht. Nein, Digga, der ist jetzt. Der hat das vergessen. Alles gut. Der macht nichts. Ich komm hoch und der sehe nur seinen Kopf. Ja, mach mal, bau mal zu oder so irgendwie, dass der mich nicht kloppen kann. Ja, wow, jetzt. Ey! Hör doch auf. Du hast mich geschlagen. Och, Digga, es ist so schlecht. Revi, mach das Wasser wieder hin. Hallo. Hä, wie unlustig. Ja, und jetzt? So, einfach Trick 17. Immer wieder gut, wenn wir hochgucken. Aber warte, ich kenne einen guten Trick. Und das ist der hier. Kann ich wieder ins Haus gehen und mir kann nichts passieren. Guck, ich komme jetzt rein. Ganz entspannt. Guck, moin. Nein! Digga, das... Das ist so unnötig schon wieder. Mach du mal, wie viele Tode hast du gegeben? Ist der immer noch fies auf mich? Der ist immer noch böse. Revi, und du hast Wasser abgebaut. Revi, bitte! Ich darf schon wieder. Hol den Golden da weg, bitte. Okay. Hol ihn da weg. Können Sie kurz da weggehen? Hol ihn da weg. Gehen Sie bitte. Töte ihn. Okay. Töten kann ich den wirklich nicht. Der bringt mich auch kein Essen, der ist so stark. Ich muss zu meinem Loot wenigstens. Felix, bitte helf mir mal. Ja, ich komm nicht da hoch. Genau, da komm ich da hoch. Ja! Na! Wenn man sich auslockt, ist es doch eigentlich weg, oder nicht? Ja, tatsächlich, ja. Der merkt sich das nicht. Junge, warte, bis ich mein erstes krasses Schwert habe. Junge, du wirst leiden. Mach den Golem mal da raus. Das kann hier nicht mal meine eigene Base. Ja, wie soll ich den denn da rausmachen? Mann, der wohnt hier, Alter. Du kannst ihn töten. Du hast übelstes OP-Zeugs. Das Ding ist, wenn ich den jetzt töte, werden die anderen Golems aggressiv. Hä, wie anderen Golems? Achte. Warte. Da kommt er wieder. Hey, mach den bitte weg. Mach ihn bitte wirklich mal weg. Wir machen ein Quiz, okay, Lukas? Einer von den Golems hier ist aggressiv, aber du weißt nicht, welcher es ist. Natürlich. Sobald ich hier um die Ecke komme, guck. Ich zeig dir mehr. Guck mal hinter dich. Nein, der chillt. Der ist gerade nur zufällig hier. Wow. Was der nicht weiß, bin ja nicht blöd. Sicher, dass du nicht blöd bist?
Ey. Ja, geh vorbei, der ist abgelenkt. Geh vorbei, geh vorbei, der checkt das nicht. Junge, ich bin doch nicht blöd. Bro, der checkt das nicht, geh vorbei, guck. Der checkt das natürlich. Dreh dich rum. Guck, der tut der nicht, der checkt das nicht. Lol. Komm rein, du bist safe, komm rein. Hey, warum checkt ihr das nicht? Ja, Digga, wegen dem Kopf halt, Warte mal. Komm. Hey, jetzt mal Real Talk, warum checkt ihr das nicht? Wie lost? Ja, das sehe ich schon. Ach, komm, Digga, lass gut sein. Sind wir durch, Spark? Was sagst du? Ich würde sagen, wir haben es tatsächlich geschafft, Leute. Die Kösch ist innerhalb dieses Streams fertig und damit können wir die Wette nun auflösen, Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Mascha Habela, Baby, sieht die geil aus, wirklich. Also kann man nicht anders sagen, ist so nice einfach. Sehr, sehr geil, Spark, wirklich. Ja, was wieso? Spark, ich habe 27 DRRs schon gefunden in 6 Minuten. Wie viel? 24? 27. Das ist sehr überdurchschnittlich tatsächlich. Digga, das ist insane. Sehr, sehr lucky. Das ist insane, oder? Oh, Dias? Das ist ein Low-Joke insane. Digga, gibt's einen, der so viel Luck hat wie ich? Chat, ihr seht alle, das ist ja komplett legit hier alles, ne? Ich renne einfach irgendwo random rum. Dias da vorne, in der Höhle. Ja, ciao. Dann baue ich die jetzt hier auf und baue die jetzt ab, okay? Und dann schauen wir mal, ob das einen Stacker gibt. So, und selbst damit, und selbst mit 29 habe ich euch ich habe es geschafft, in 10 Minuten ein Stack Dias zu farmen. Ich habe euch trotzdem auseinandergenommen. Microlex, ich Fettfinger. Es kann dies, das passieren. Ich springe von einer unglaublich krassen Höhe. Aber ich werde mir die größte Mühe geben, Leute, okay? 3, 2, 1, go. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.